Jedes unserer Projekte hat das gleiche Ziel. Wir wollen Geschichten erzählen, Leute inspirieren oder über etwas informieren. Doch um eine Geschichte zu erzählen, braucht es so viel mehr als nur eine Geschichte. Hier kommt deine Kreativität ins Spiel und dabei rede ich nicht nur von schönen Kamerafahrten oder tollen Übergängen. Was ist mit der Musik, dem Sounddesign, den Effekten, der zusätzlichen Stock-Footage und den Details, die deine Geschichte aufleben lassen? Leute und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich von meinem letzten Bali-Urlaub noch nicht so ganz losgekommen. Und zusammen mit Motion Elements hatte ich die Idee, ein Tutorial darüber zu machen, wie du aus deinen Urlaubsaufnahmen das perfekte Urlaubsvideo erstellst. Denn um diese tollen Erinnerungen und vielleicht auch Inspirationen herausstechend zu bearbeiten, braucht es mehr als nur die puren Aufnahmen. Mit welchen Mitteln du dich von anderen Videos abhebst, zeige ich dir in diesem Tutorial. Wir machen das Ganze am Beispiel eines Travel-Films, aber du kannst diese ganzen Möglichkeiten natürlich auch für andere Videoproduktionen verwenden. Also nicht nur für Travel-Videos, sondern auch für Vlogs oder Kundenprojekte. Wenn du dich allgemein für das Thema Foto und Video interessierst, freue ich mich über ein Abo von dir. Jetzt starten wir aber wie gewohnt in Premiere Pro und heute auch zusammen mit Motion Elements. Viel Spaß! Ich habe hier bereits das Projekt vorbereitet, will jetzt aber direkt noch das Gewinnspiel ansprechen, das es in diesem Video gibt. Denn ich darf 3 Motion Elements Jahresabos verlosen. Und was Motion Elements detailliert ist, zeige ich euch später noch kurz. Grundsätzlich ist es aber eine Plattform, auf der du Effekte für Premiere Pro, Vorlagen für After Effects und vieles, vieles mehr findest. Das ist natürlich super, wenn du YouTuber bist, wenn du Selbstständiger bist oder Videos für Kunden erstellst, dann helfen dir solche Sachen in der Postproduktion enorm. Um eines dieser 3 Jahresabos zu gewinnen, brauchst du einfach nur meinen Kanal abonnieren, dieses Video zu liken und dich dann unter folgendem Link für die Teilnahme eintragen. Der Link ist auch in der Beschreibung. Viel Glück auf jeden Fall für dieses Gewinnspiel und ja, starten wir mal mit unserem Projekt. Das sind ein paar Clips, die ich aus unserem Bali-Urlaub vom ersten Tag zusammengeschnitten habe. Dort waren wir an der sogenannten Tegalalang Rice Terrace, also auf einem Reisfeld. Und wir kommen direkt zum ersten Punkt, mit dem du deine Videos besonders machst. Und das ist natürlich zum einen die Musik. Doch es ist oft gar nicht so leicht, die passende Musik für sein Video zu finden. Doch mittlerweile habe ich da ein paar Tipps parat. Dabei geht es nicht nur um Motion Elements, aber unter anderem um Motion Elements. Darum will ich euch diese Plattform jetzt auf jeden Fall mal vorstellen. Motion Elements hat mir direkt zum Release ein Abonnement zur Verfügung gestellt. Und das konnte ich jetzt also schon einige Monate testen. Was das Genialste an dieser Plattform ist, ist einfach, dass du alle möglichen Materialien auf nur einem Marktplatz hast. Also wirklich Musik, Soundeffekte, 3D-Elemente, Premiere Pro-Vorlagen, Bilder, Videos, also Stock-Footage und After Effects-Templates und so weiter. Darauf kommen wir jetzt auch im Laufe des Tutorials immer ein bisschen, wie man das Ganze perfekt einsetzt. Es gibt hier also unbegrenzt Möglichkeiten und davor hatte ich Abonnements bei verschiedenen Musikplattformen, wo es nur Musik und Soundeffekte gab. Dann habe ich mir immer die Stock-Footage noch woanders rausgesucht, nochmal Premiere Pro, Titel oder After Effects Vorlagen woanders gesucht und 3D-Objekte, wenn ich die gebraucht habe, auch erst recht woanders. Bei Motion Elements alles an einem Ort. Und das Ganze gestaltet sich auch relativ easy. Wir können auf Preisgestaltung gehen und sehen, dass wir 3 Möglichkeiten haben, dort etwas zu kaufen, also Soundeffekte, Musik etc. Entweder wir kaufen alle Elemente einzeln oder wir kaufen uns Credits und sparen dadurch etwas. Oder wir holen uns tatsächlich ein Abonnement. Und das Geniale ist einfach, das Abonnement kostet jetzt zu Beginn 16 Euro pro Monat. Das ist günstiger als Plattformen, die nur Musik anbieten. Ich zeige euch da später auch gerne mal ein Beispiel in einem Musikvideo. Und dieses Frühbucherangebot findet ihr, wenn ihr auf den ersten Link in meiner Beschreibung klickt. Und da kommen wir jetzt auch schon direkt zu unserem ersten Punkt, Musik. Musik ist für jedes Video essentiell. Und um die perfekte Musik für euer Video zu finden, solltet ihr das Ganze auf der Plattform dann nach Genres oder nach Stimmungen sortieren können. Und das kann man bei Motion Elements natürlich. Wenn wir hier in der Hintergrundmusik mal reinschauen, können wir nach Stimmung, Genre oder sogar Kategorie sortieren. Weitere Möglichkeiten neben Motion Elements wären noch, dass ihr euch die Playlist mal anschaut, die ich euch auch in der Beschreibung verlinkt habe. Da packe ich immer copyright-freie Musik rein. Hier habe ich beispielsweise einen Song namens You Know I Want You angewendet. Und dieser passt eben zu diesem Bali-Vibe, etwas ruhiger. Und wenn man den passenden Song findet, macht es auch so viel mehr Spaß zu bearbeiten.
Doch Musik ist noch nicht alles, um alle Emotionen und Gefühle eines Clips rüberzubringen. Wir benötigen zusätzlich noch Soundeffekte, wie ich zum Beispiel diesen hier angewandt habe. Schauen wir uns den Clip einmal ohne Soundeffekt an. Und jetzt mit Soundeffekt. Dieser Übergang kommt nochmal viel realistischer rüber. Und das Einzige, was ich dafür gemacht habe, ist, ich bin auf Motion Elements gegangen, hier unter mehr auf Soundeffekte und gebe dann hier zum Beispiel einfach nur noch Whoosh ein, um dieses Wischen, diesen Wisch-Soundeffekt zu bekommen. Und sobald ihr das Ganze gefunden habt, seht ihr bei den Elementen dieses blaue Icon. Und das bedeutet, diese Soundeffekte sind dann in eurem Abonnement enthalten. Und da findet man wirklich so unendlich vieles. Ich kann hier unten noch auf 532 weitere Seiten gehen. Also ihr könnt es noch so viel spezifischer suchen. Und ja, Whoosh-Hit, Whoosh-Partikel etc. Ich finde hier wirklich lauter Soundeffekte. Ich habe zum Beispiel einen Clip mit einem Wasserfall in einem anderen Bali-Video. Gib einen Waterfall und es kommen einfach echt einige Waterfall-Soundeffekte von großen Wasserfällen bis zu kleinen Wasserfällen bis zu Dschungelwasserfällen. Genial. Das war also der zweite Punkt. Sounddesign. Gefühle, Emotionen realistischer rüberbringen. Das nächste Thema sind Übergänge. Jetzt kann es natürlich sein, dass du ein Interview schneidest oder ein Video, wo wirklich keine Übergänge reinpassen. Aber bei Travel-Videos, bei Musikvideos, bei Imagefilmen gibt es oft mal Stellen, an denen Übergänge jetzt richtig cool werden. Eine Möglichkeit, einen Übergang zu machen, habe ich euch hier oben in der Infocard mal verlinkt. Ansonsten gibt es natürlich Premiere Pro Presets. Und wo findet man solche natürlich wieder kostenlos, wenn man ein Abonnement hat? Richtig, auf Motion Elements. Und hier gehen wir einfach nur auf Premiere Pro und sehen hier schon, was wir alles für Vorlagen haben. Zum Beispiel Übergänge. Und dann gibt es auch hier wieder eine riesige Auswahl. Hier gibt es zum Beispiel die populärsten und die aktuellsten. Und Ink Transition. Ich glaube, dazu mache ich auch nochmal zusätzlich ein Tutorial, denn die können ein Video nochmal stark aufwerten. Wir können hier auch einfach mal nach Transition suchen und dann sehen wir hier mal wieder, okay, es gibt 521 Seiten. Wenn es eben Dateien sind, die man in Premiere Pro importieren kann, das sind typischerweise .perf, Preset-Dateien, glaube ich, also das ist die Dateiendung, dann geht ihr einfach in Premiere Pro unter eure Effekte auf den Ordner Vorgaben oder vielleicht heißt der bei euch auch Presets, aber da macht ihr einfach nur einen Rechtsklick drauf und sagt Vorgaben importieren, wählt die Datei aus und schon habt ihr hier alle aufgelistet und könnt die easy auf die einzelnen Clips ziehen. Und um direkt bei Premiere Pro Presets bzw. Vorlagen zu bleiben, kommen wir mal zum Thema Titles. Texte, Titel, die sind in Premiere Pro schnell gemacht. Wir können auf Grafiken gehen, dann unter Text einfach hier einen neuen Text hinzufügen. Das Problem ist, um den jetzt wieder toll zu animieren oder toll zu gestalten, braucht es seine Zeit. Was aber, wenn wir uns inspirieren lassen können von vorhandenen Titeln? Falls ihr jetzt unabhängig von Motion Elements bleiben wollt, könnt ihr hier natürlich auch immer ein bisschen was gestalten, Texte gestalten oder mein Creator Pack verwenden für Texteffekte. Aber da wir jetzt ein Motion Elements Abonnement haben, suchen wir doch unter Premiere Pro nach Modern Titles. Und hier seht ihr schon auch wieder verdammt große Auswahl. Und auch aktuelles, also für Premiere Pro 2019, 2020. Natürlich funktioniert vieles auch bei älteren Funktionen. Es steht auch immer mit dabei. Wir schauen einfach mal das erste an, weil das fand ich eh schon mega cool und habe ich auch angewandt. Wir sehen hier 2018 und höher. Und enthaltene Dateien anzeigen ist auch mega cool, denn wir können hier schon mal sehen MOGRT-Dateien. Das heißt, diese Dateien können wir ganz einfach in Essential Graphics importieren und mit Drag and Drop dann anwenden. Also hier einfach auf Download klicken, das Ganze herunterladen und dann habt ihr hier nach dem Entzippen alle Dateien. Die markiert ihr einfach und in Premiere Pro gehen wir hier mal in Essential Graphics und unter Durchsuchen. Hier wichtig, lokal markiert und alle ausgewählt. Dann gehen wir in den Explorer und ziehen einfach alle Dateien hier rein. Am Ende sehen wir, wenn wir hier auf lokaler Vorlagenordner gehen und Modern mal suchen, dann finden wir hier weiter unten unsere Titles, Modern Title 1 bis Modern Title 10. Ich habe jetzt zum Beispiel Title 6 angewandt und den ziehen wir jetzt auch einfach in unser Projekt rein. Hier klicken wir einfach mal auf den drauf, gehen hier oben auf Bearbeiten und geben dann ein
Bali und hier Travel. Schon passt sich das Ganze an und wir können hier auch die Farben vom Text ändern etc. Und das ist halt mega easy und mega cool. Wenn euch der Text zu lang ist, dann könnt ihr den entweder kürzer ziehen, dann fehlt euch aber das Ende, also da, wo der Text noch smooth verschwindet. Dementsprechend lassen wir das mal auf voller Länge und schneiden nur den Mittelteil mal etwas kürzer. Und so fügt ihr dann praktisch Texte ein, die alles andere sind als Standard. Auch hier ist die Auswahl bei Motion Elements wieder riesig. Ich mag zum Beispiel diese zerschnittenen Titel oder was auch immer sehr beliebt ist, sind so Glitch-Titel und da sind das jetzt zum Beispiel meine Favoriten. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, das mal in einem meiner nächsten Projekte zu verwenden. Einer all dieser Clips, die ich hier verwendet habe, ist nicht von mir. Und welcher könnte das sein? Richtig, der letzte. Der Drone Shot. Der passt zwar super hier rein, also man erkennt wahrscheinlich gar nicht, dass der von einer anderen Quelle ist, dass nicht ich den gemacht habe. Hier ist es auch wieder krass, was man alles auf Motion Elements findet. Ich gehe hier auf Video, um lizenzfreie Videos zu finden, die ich einfach in all meine Projekte mit einbinden darf. Und da suchen wir jetzt einfach mal nach Bali Rice Terrace. Also ein Reisfeld in Bali und wir wollen einen Drone Shot und Drone Shots sind oft halt angegeben unter Aerial Views. So, habe ich einfach mal gesucht und dann ist mir direkt dieser Shot hier ins Auge gestochen. Ich habe den Clip in Full HD runtergeladen und dementsprechend konnte ich den ohne Probleme hier anwenden. Hier ist das Coole bei Motion Elements wieder, sobald du etwas einmal runtergeladen hast, kannst du es für immer nutzen. Und zwar in unendlich vielen Projekten, sogar weltweit. Und das nicht nur auf deinen Websites, auf YouTube und Blogs, sondern auch in Werbevideos, in Eventfilmen, im Fernsehen. Also du kannst es wirklich komplett verwenden. Natürlich habe ich auf dem Video noch eigenes Color Grading liegen, wie man hier sieht. Ich habe hier das Berlin LUT aus meinem LUT Pack angewendet. Findet ihr natürlich in meinem Shop. Und der letzte, aber verdammt wichtige Punkt sind Overlays. Und da habe ich zum Beispiel in einem Musikvideo eins verwendet von Motion Elements. Und da gab es auch wieder Riesenauswahl. Ich hatte also immer ein bisschen Spiel. Und zwar waren das Vögel, die ich mit eingeblendet habe. Das Musikvideo verlinke ich euch in der Beschreibung. Und wenn es dann mehr wird als Premiere Pro, dann hat Motion Elements natürlich auch noch After Effects Effekte. Oder eben nicht nur für Premiere Pro, sondern für dieses Final Cut Pro Apple Motion. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.